Das Zepter zeigt das Gesicht der Pumpenmarie und obendrauf auch wieder die Wölle Pump. Die beiden jungen Frauen haben es geschafft. Ein Applaus bitte. Johanna, danke. Du bist das Amt jetzt aktuell los. Richtig los wirst du es auf Lebenszeit nicht mehr. Denn jede gewählte Pumpenmarie bleibt Pumpenmarie auf immer. Also wir freuen uns auch auf mancherlei Begegnungen mit dir, vielleicht sogar, wenn du deine Freundin in ihrem Amt mal besuchen kommst. Johanna, dankeschön. Rosa Besmer hat sich auch eine Kette ausgesucht und bekommt diese jetzt auch als Geschenk. Ich glaube, vorne und hinten ist gleich. Nee, vorne ist vorne. Vorne ist vorne, hinten ist hinten, ja. Alles so fieselige Sachen, ne? Boah, eine kleine Öffnung. Jetzt mal die Haare zur Seite, ja schön. Jetzt haben wir alles parat. Dankeschön, Johanna. Wie Sie jetzt schon alle wissen, mein Name ist Rosa Besmer. Ich bin 17 Jahre alt und ich gehe auf das Theodor-Heuss-Gymnasium in Dienstlaken. Und da werde ich auch nächstes Jahr mein Abitur machen, also wenn alles gut geht. Okay. Entschuldigung, ich neige dazu, schnell zu reden. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Geschichte und Politik. Und in meiner Freizeit spiele ich Cello, Klavier und Tennis. Aber nachdem Sie jetzt einen kleinen Eindruck von mir gewonnen haben, wollte ich erstmal sagen, dass ich mich sehr geehrt fühle, Ihre Pumpenmarie zu sein. Und dass ich die Stadt und den Heimatverein auf jeden Fall versuchen werde, würdig zu vertreten. Und da ich in Dienstlag geboren und aufgewachsen bin, kenne ich natürlich auch die Pumpenmarie, die im Bronze am Altmarkt steht. Und ich weiß auch, dass die Stadt durch einen legendären Flirt an der Wille Pump vor Plünderungen bewahrt wurde. Und da in der Geschichtsschreibung in der Regel Männer im Mittelpunkt stehen, freue ich mich natürlich auch an eine junge, mutige Frau aus dem Volke zu erinnern. Ja, und als jemand, der sich auch gerne mit Geschichte befasst, ist mir die Erinnerungsarbeit natürlich auch sehr wichtig, denn der Blick nach hinten lohnt sich, wenn man den Blick nach vorne verschärfen will. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen in diesem Jahr.